Hallo zusammen, hier ist Jan von Brettspiel erklärt. Heute nochmal mit einem Regelvideo und zwar schauen wir uns heute Wunder der Welt an. Das ist jetzt neu auf Deutsch erschienen und wie man schon sieht, es geht darum, Weltwunder zu bauen. Beginnen wir einmal mit dem Spielaufbau. Als erstes könnt ihr euch das Haupttableau nehmen und das in die Mitte des Tisches legen. Falls ihr zu viert oder fünft spielt, benutzt ihr zusätzlich dieses Tableau mit dieser Form hier. Falls ihr sogar zu fünft spielt, nehmt ihr auch noch dieses dazu. Wir bauen jetzt mal ein Vier-Personen-Spiel auf, das heißt, dieses brauchen wir nicht. Dann nehmt ihr euch die entsprechenden Formen an Plättchen. Diese mischt ihr alle zusammen, dreht sie rum und macht dann verdeckte Stapel. Für die erste Runde könnt ihr dann auch schon von jedem der Stapel genau ein Plättchen aufdecken und daneben legen. Das sind die Plättchen, die ihr dann direkt in der ersten Runde kaufen könnt. Zusätzlich müsst ihr dann noch einen Turm bereitlegen, der auch gekauft werden kann. Und ihr braucht noch Straßen. Die Anzahl der Straßen, die verfügbar sind, hängt auch von der Spieleranzahl ab. Im Spiel zu viert braucht ihr genau zwei lange Straßen, die gekauft werden können. Und zwei Sets kleiner Straßen. Ein Set von kleiner Straße besteht aber immer aus genau diesen drei Plättchen. Und wie gesagt, davon brauchen wir zwei Sets, wenn wir zu viert spielen. Schaut dazu am besten auch noch mal kurz im Regelheft nach. Da steht einmal erklärt, welche Straßen ihr für welche Spieleranzahl benötigt. Dann braucht ihr noch die beiden Prioritätspodeste. Das sind die beiden hier. Das ist einmal das höhere und das niedrigere. Die zwei könnt ihr hier oben hinstellen. Die könnt ihr auch während des Spiels kaufen. Jeder Spieler kann sich dann noch eine Farbe aussuchen und nimmt sich den entsprechenden Marker. Die könnt ihr dann hier oben in der Spielereihenfolge hinsetzen, wobei ihr die Spielereihenfolge zufällig bestimmen könnt. In dieser Reihenfolge seid ihr dann auch mit eurem Zug dran. In diesem Beispiel hier würde der blaue Spieler beginnen. Ansonsten könnt ihr noch die Kredite bereitlegen, das sind diese Plättchen hier. Von den Krediten kann jeder Spieler nur eins besitzen, deswegen braucht ihr prinzipiell auch nur ein Plättchen pro Spieler. Und ihr könnt diese Karten mit den Bauplänen bereit machen. Den Stapel könnt ihr gut mischen und dann könnt ihr auch schon drei davon aufdecken. Von den drei aufgedeckten Karten könnt ihr euch dann die entsprechenden Holzfiguren heraussuchen und die oben drüber bereitlegen. Damit sind wir mit dem generellen Aufbau auch schon fertig. Dann schauen wir uns jetzt noch einmal an, was jeder Spieler bekommt. Zunächst einmal bekommt jeder Spieler eins dieser Siedlungstableaus. Das ist der Bereich, wo ihr nachher die Plättchen legen könnt. Davon gibt es zwei Seiten. Einmal die Seite hier mit dem See in der Mitte oder eine Seite mit einem Fluss. Ihr könnt euch aussuchen, auf welche Seite ihr spielen möchtet. Das solltet ihr aber dann gleich machen. Dann bekommt jeder Spieler noch ein Vorratstableau in seiner Farbe. Ich bin jetzt hier der gelbe Spieler. Hier werden die verschiedenen Ressourcen markiert, die ich habe. Dafür bekommt jeder einen von diesen Markierungssteinen. Für die drei Grundressourcen, die Bevölkerung und das Geld. Wer möchte, kann dann noch eins von diesen Übersichtsplättchen bekommen. Die sind doppelseitig. Auf der einen Seite ist erklärt, welche Plättchen man wie anlegen kann. Und auf der anderen Seite ist erklärt, welche Plättchen wie viel Gold kosten. Zum Schluss bekommt jeder von euch eine lange Straße, die ihr direkt zu Beginn anlegen kann. Die muss er einmal im unteren Bereich an eure Hauptstraße anlegen. Das kann er dann machen, wie er möchte. Irgendwo genau die Straße hinlegen. Man könnte die auch so hinlegen. Das könnt ihr euch dann in Ruhe überlegen. Und dann seid ihr auch schon fertig mit dem Spiel zu Beginn. In Wunder der Welt geht es darum, dass ihr euer Siedlungstableau hier oben weiter ausbaut. Ihr beginnt ja mit einer Straße, könnt im Laufe des Spiels aber noch alle möglichen anderen Plättchen platzieren, euer Straßengebiet auch erweitern. Und wenn ihr gut plant, vielleicht sogar ein Wunder platzieren. Ziel des Spiels ist es, die meisten Punkte zu sammeln. Die sind durch diese Ringe hier gekennzeichnet. Hauptsächlich bekommt ihr Punkte für eure Stadtteile, wenn ihr diese komplett umzäunt habt. Oder auch von den Wundern, die euch auch Punkte bringen. Das Spiel verläuft insgesamt über 10 Runden. Das ist gut daran zu erkennen, wie viel von den Plättchen ihr noch übrig habt. Das ist ja der Stapel, den ihr auf dem Haupttableau bereitgelegt habt. Da wird jede Runde ein neues Plättchen von aufgedeckt und wenn das letzte Plättchen aufgedeckt wurde, ist das Spiel vorbei. Jede Runde hat jeder von euch 7 Geld, das er ausgeben kann, um die entsprechenden Plättchen und Bauwerke zu errichten.
Sobald alle ihr Geld ausgegeben haben, ist eine Runde vorbei und ihr geht in die nächste Runde. Da schauen wir es gleich natürlich nochmal genauer an. Steigen wir aber erst einmal in die erste Runde rein. Wichtig ist, eine Runde wird dabei nicht im Uhrzeigersinn gespielt, sondern anhand von euren Prioritätsmarkern, die ihr ja auf dem Hauptspielplan bereitgelegt habt. In der Reihenfolge seid ihr jetzt einzeln nacheinander dran. Immer wenn ihr dran seid, könnt ihr dann eins von diesen Optionen hier wählen. Dabei müsst ihr das entsprechende Geld bezahlen. Immer wenn ihr Geld bezahlt, legt ihr euren Geldmarker entsprechend viele Schritte nach rechts. Das Maximum ist dabei 7, das heißt, wenn ihr schon auf 7 steht, könnt ihr kein weiteres Geld mehr ausgeben. Da gibt es noch eine kleine Ausnahme, und zwar könnt ihr euch als freie Aktion während eures Zuges auch einen Kredit nehmen, um das Limit auf 9 zu erhöhen. Das könnt ihr aber nur machen, wenn ihr nicht schon auf der 7 steht. Das heißt, wenn ich beispielsweise auf der 6 stehe, kann ich mir jetzt einen Kredit nehmen und ich erhöhe damit dann mein Limit sofort auf 9. Das heißt, wenn ich dann 1 ausgebe, bin ich später nochmal dran, weil ich jetzt ja ein Limit von 9 habe. Der Kredit gilt allerdings nur für eine Runde, das heißt, er muss danach umgedreht werden. Und ihr könnt keinen weiteren Kredit haben, bis ihr diesen nicht für 3 Geld abbezahlt habt. Solltet ihr am Ende des Spiels einen Kredit haben, verliert ihr dann 2 Punkte. Gehen wir mal davon aus, dass ich jetzt noch keinen Kredit gekauft habe. Es ist jetzt meine erste Aktion und ich möchte eins von diesen Sachen machen. Ihr könnt die entsprechenden Sachen dabei nur auswählen, wenn es diese noch in der Auslage gibt. Im Spiel zu viert gibt es ja beispielsweise nur 2 von den langen Straßen. Das heißt, wenn andere Spieler oder ich selber diese schon alle gekauft haben und keine mehr in der Auslage liegen, dann kann ich diese Option auch nicht mehr wählen. Das heißt, diese Straßen und alle anderen Plättchen werden nicht innerhalb von einer Runde nachgelegt. Wenn ich Straßen holen möchte, habe ich die Option, ob ich eine lange Straße kaufe oder ein sogenanntes Set von kurzen Straßen. Ein Set von kurzen Straßen besteht dabei aus 2 Zweiern und einem Einerstück. Auf der Übersicht hier kann ich dann sehen, wie ich die Straßen anlegen kann. Ich darf Straßen an andere Straßen legen, ich darf Straßen an meine Hauptstraße hier unten legen und ich darf Straßen an Türme legen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise dann dieses Set kurze Straßen nehmen würde, müsste ich natürlich das Geld zahlen und ich dürfte diese anlegen. Das heißt, ich kann beispielsweise hier oben einmal hinlegen, ich kann hier noch eine neue Straße aufmachen und vielleicht hier noch. Was nicht möglich wäre, ist die Straße hier hinzulegen. Ich bin zwar an einem Weltwunder, aber nicht an einer von den anderen 3 Sachen, die hier angegeben sind. Was auch nicht gehen würde, ist in das Wasser zu legen. Auf das Wasser kann man prinzipiell keine Plättchen legen, es gibt aber 2 Ausnahmen. Die eine Ausnahme ist die große Straße, die ihr auch umdrehen könnt, damit das sozusagen eine Brücke ergibt. Die könnt ihr dann über Wasser bauen, aber nur wenn das erste Feld und das letzte Feld nicht im Wasser sind. Das heißt, so würde das gehen, dass ihr so 2 Felder überbrücken könntet. Die andere Ausnahme sind bestimmte Weltwunder, die auf Wasser gebaut werden können. Das ist dann aber explizit auf dem Wunder erklärt. Die nächste Option, die wir uns anschauen, ist einen Turm zu bauen. Das würde mich 2 Gold kosten. Davon gibt es aber auch ja nur einen in der Auslage. Das heißt, wenn der gebaut wurde, gibt es für diese Runde keinen weiteren. Den kann ich prinzipiell hinlegen, wo ich möchte. Der muss nur neben einem anderen Plättchen platziert werden. Das heißt, diesen könnte ich beispielsweise hier hinlegen, da die Position hier ja direkt neben dem Wunder angrenzt. Die aufgedruckten Steinplättchen hier könnt ihr übrigens überbauen. Möchtet ihr aber vielleicht nicht tun, da ihr am Ende Punkte bekommt für alle von den aufgedruckten Steinen, die ihr angrenzend bebaut habt, aber nicht überbaut habt. Das heißt, hier wäre es vielleicht klüger, die Position hier nicht zu überbauen. Als nächstes könnt ihr dann Stadtpläne bauen. Das sind auch die Großteil der Plättchen, die ihr in der Auslage sehen könnt. Das sind diese farblichen Plättchen in verschiedenen Größen und Formen. Und wie ihr hier seht, können diese an Straßen angebaut werden oder an andere Stadtteile, die allerdings dieselbe Farbe haben. Das heißt, das hier wäre jetzt nicht möglich, weil hier ja keine Straße ist und die Farbe unterschiedlich ist, aber das wäre wieder okay. Aber wenn ich jetzt ein grünes Plättchen kaufe, dann könnte ich das jetzt beispielsweise auch hier hinlegen.
Die Stadtteile kosten dabei unterschiedlich viel Geld. Das heißt, da müsst ihr immer schauen, wie viel Geld ihr bezahlen müsst für die entsprechende Form. Dabei gilt natürlich, je größer das Plättchen ist, desto teurer. Aber als kleiner Vorteil bekommt ihr dafür auch bestimmte Ressourcen. Das sind die, die auf dem Plättchen angegeben sind. Die könnt ihr dann sofort nach vorne gehen. Hier beispielsweise dürfte ich 2 grüne Schritte gehen. Wenn ich jetzt noch das Plättchen hier platzieren würde und ich gehe nochmal 2 grüne Schritte, einen roten und einen blauen, bin ich jetzt hier über ein Bevölkerungssymbol drüber gegangen. Immer wenn ihr auf ein Symbol drauf geht oder drüber geht, bekommt ihr sofort die entsprechende Bevölkerung. Wenn ihr es dann irgendwann schafft, hier hinten hinzukommen, dann bekommt ihr auch Punkte dafür. Eine Option, die ihr auch noch habt, ist es, diese Podeste hier zu bauen. Das sind die beiden Podeste. Es gibt ein hohes und ein niedriges. Der erste Spieler, der ein Podest kauft, nimmt immer das höhere. Der zweite, der eins kauft, das niedrigere. Falls ihr schon ein Podest gekauft habt, dann könnt ihr nicht das zweite auch noch kaufen. Und ihr könnt dann sofort euren Prioritätenmarker auf das Podest stellen, ohne die Reihenfolge zu verändern. Aber das heißt, dass ihr dann in der nächsten Runde der Startspieler seid, beziehungsweise der zweite Spieler in der Reihenfolge. Die letzte Option ist es, dass ihr ein großes Bauwerk errichtet. Das kostet euch dann aber den Rest eures Geldes, das ihr verfügbar habt. Das heißt, im Normalfall dann so viel, bis ihr auf D7 seid. Solltet ihr euch natürlich schon einen Kredit genommen haben, dann müsst ihr auch die vollen 9 bezahlen. Das heißt, ihr seid dann auf jeden Fall für diese Runde raus und könnt nichts weiteres bauen. Von den Bauplänen gibt es ja 3, die ihr zu Beginn des Spiels ausgelegt habt. Und auf den Plänen sind jeweils genaue Legeregeln beschrieben. Immer wenn ein Bauwerk gebaut worden ist von euch, bekommt ihr die Karte und ihr deckt sofort eine neue auf. Dann könnt ihr auch die entsprechende Miniatur raussuchen. Die Legeregeln dieser Wunder schauen wir uns jetzt nochmal mit ein paar Beispielen an. Generell seht ihr hier oben erstmal ein Bild von den entsprechenden Wundern und direkt daneben, was ihr dafür bekommt. Im Normalfall ist das ein Siegespunkt, manchmal aber auch eine extra Ressource, wie bei den beiden hier oben, oder eine Bevölkerung, wie bei der chinesischen Mauer. Direkt darunter sind die Plätze, die das Wunder einnimmt. Und direkt darunter bestimmte Bedingungen, neben die das entsprechende Wunder platziert werden muss. Schauen wir uns mal das erste an. Das ist ein Wunder, das 2x3 einnimmt. Das ist dieses Wunder hier. Das muss neben eins von diesen Steinen platziert werden. Es muss neben eine Straße platziert werden und neben einen blauen Stadtteil. Das heißt, in dem Fall könnte ich das jetzt hier platzieren, weil alle 3 Bedingungen erfüllt sind. Dann schauen wir uns das nächste Wunder an. Das hier ist ein Wunder, das einfach 4 Felder lang ist. Dabei müssen die beiden äußeren Felder auf Land platziert werden. Eins der mittleren Felder muss auf Wasser sein und das andere kann auf Wasser oder Land sein. Wichtig ist, also es ist ja eine Brücke, das heißt, ganz außen muss Land sein, in der Mitte muss irgendwo mindestens ein Feld Wasser sein. Ansonsten muss es angrenzend zu einem Weg sein und neben einem grünen Stadtteil. Das heißt, das Wunder hier könnte ich in dem Fall dann hier platzieren, weil ich es über Wasser baue, ich bin an einer Straße und an einem grünen Stadtteil. Dann schauen wir uns hier unten das nächste Wunder an. Das besteht diesmal aus 3 verschiedenen Teilen. Die müssen genau mit einem Abstand platziert werden, das heißt entweder in einer Linie oder, wie man hier drunter sieht, in einem Eck. Wichtig ist, die Linie darf natürlich horizontal oder vertikal sein, das könnt ihr euch in dem Fall aussuchen. Und dann muss mindestens eins von den 3 Steinen neben so einem Feld platziert sein und neben einer Straße. Wichtig ist, die angrenzenden Regeln zählen dafür nur für 1. Das heißt, ich könnte die jetzt beispielsweise hierhin platzieren, hierhin platzieren, hierhin platzieren. Dann hätte ich die angrenzenden Regeln erfüllt. Ich könnte es aber auch so platzieren können, dann in diesem, über die Ecke sozusagen, wie das hier unten angegeben ist. Dann schauen wir uns die chinesische Mauer an. Die besteht auch aus 3 verschiedenen Plättchen. Und wie hier angedeutet, müssen alle 3 Plättchen angrenzend zueinander gelegt werden. Sie müssen dabei allerdings nicht in einer langen Linie gebaut werden, sondern können beliebig angrenzend platziert werden. Als Gesamtes muss es dann neben diesem Feld angrenzend sein. Es muss neben einer Straße sein und einem weißen Stadtteil. Das heißt, in dem Fall könnte ich jetzt beispielsweise so etwas machen. Ein Plättchen dahin legen, eins dahin und das andere dann vielleicht hierhin.
dann habe ich alle angrenzenden Regeln befolgt und alle Plättchen sind angrenzend zueinander. Das waren jetzt nur ein paar dieser Beispiele. Es gibt im Spiel natürlich deutlich mehr von diesen Bauwerken. Die könnt ihr euch nochmal im Detail angucken. Im Regelheft sind auch nochmal ein paar von diesen mit Beispielen erklärt. In einer Runde geht ihr die Reihenfolge hier oben so lange durch, bis jeder von euch all sein Geld ausgegeben hat. Wenn ein Spieler frühzeitig sein Geld ausgegeben hat, wird er in der Reihenfolge einfach übersprungen. Wenn alle ihr Geld ausgegeben haben, ist die Runde dann vorbei. Dann werden alle von den Stadtteilplättchen weggeworfen, die noch offen liegen. Dann könnt ihr von jedem Stapel das nächste Plättchen aufdecken. Und ihr könnt die Straßen und Türme wieder auffüllen, sodass ihr dieselbe Ausgangssituation hattet wie zu Beginn des Spiels, also im Spiel zu viert, einen Turm, zwei große Straßen und zwei Sets kleiner Straßen. Dann müsst ihr die Reihenfolge der Kulturmarker neu ansortieren. Sollte jemand von euch das Podest gekauft haben, ist derjenige natürlich Startspieler. Das ist auf jeden Fall schon mal sicher. Wenn jemand das zweite gekauft hatte, ist dieser dann der zweite. Alle anderen Kulturmarker werden dann nach der Bevölkerung sortiert. Derjenige mit der niedrigsten Bevölkerung kommt dabei am weitesten nach vorne. Sollten zwei Spieler dieselbe Bevölkerung haben, dann entscheidet sich die Reihenfolge anhand der Bauwerke, die sie gebaut haben. Dabei gilt auch wieder, wer am wenigsten gebaut hat, kommt weiter nach vorne. Sollte es auch da einen Gleichstand geben, dann bleibt die Reihenfolge von der Vorrunde bestehen. Dann wird natürlich das Podest zurückgelegt. Das kann in der nächsten Runde jetzt wieder gekauft werden. Und ihr könnt dann die nächste Runde starten. Das verläuft jetzt wieder anhand dieser Reihenfolge hier. Wieder so lange, bis alle das Geld ausgegeben haben und dann baut ihr die nächste Runde auf. So spielt ihr alle 10 Runden. Wie gesagt, das könnt ihr daran erkennen, dass dann in der 10. Runde das letzte Plättchen aufgedeckt wurde. Es gibt allerdings noch einen alternativen Weg, wie das Spiel früher enden kann. Und zwar, wenn jemand von euch mit dem Bevölkerungsmarker ganz nach hinten auf das lilane Feld gekommen ist. Wenn er das schafft, dann ist das Spiel am Ende dieser Runde vorbei. Am Ende des Spiels könnt ihr dann natürlich noch eure Punkte auswerten. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Schauen wir uns hier jetzt einmal ein kleines Beispiel an für die Endwertung. Um die Endwertung durchzuführen, könnt ihr hier die Rückseite von dem Haupttableau nehmen. Das könnt ihr einmal umdrehen und dann mit euren Kultursteinen hier eure Siegespunkte zählen. Die verschiedenen Kategorien, wofür ihr Punkte bekommt, sind hier einmal auf eurem Vorratstableau angegeben. Die gehen wir jetzt einmal von oben nach unten durch. Das erste ist eure Bevölkerungsleiste. Da kriegt ihr einen Punkt für jeweils jeden Ring, den ihr erreicht habt. Das heißt, ich würde jetzt hier einen Punkt bekommen. Dann bekommt ihr Punkte für die niedrigste Leiste von den drei Ressourcen, die ihr seid. In dem Fall wäre ich jetzt hier auf 9. Das ist meine niedrigste der drei Leisten. Das heißt, ich würde jetzt 9 Punkte kriegen. Dann bekommt ihr Punkte für eure Weltwunder oder Baupläne. Das sind in dem Fall, habe ich es geschafft, 3 zu bauen. Der hier bringt mir 1, 2, 3, 4 Punkte. Dann kriegt ihr Punkte für jedes dieser Ressourcenfelder, die aufgedruckt sind, wo ihr angrenzend daneben etwas gebaut habt. Das wären in dem Fall 1, 2, 3, 4 Punkte, die ich bekommen würde. Und zum Schluss bekommt ihr Punkte für jedes eurer Stadtteile, das komplett umzäunt ist von anderen Sachen. Das kann dabei die aufgedruckten Ressourcen sein, das können natürlich andere von euren Gebäuden sein, Straßen oder auch das Wasser. Das habe ich beispielsweise hier unten geschafft. Dieses Stadtteil ist komplett umbaut. Das wäre also ein Punkt. Hier habe ich es auch geschafft, das ist ein Punkt. Hier habe ich es leider nicht geschafft. Hier habe ich ein paar Lücken. Bei dem Plättchen hier habe ich es geschafft. Bei den dreien habe ich es leider nicht geschafft, weil ich jeweils eine Lücke habe. Bei dem hier habe ich es leider auch nicht geschafft, weil hier oben frei ist. Das Wasser zäunt zwar ab, aber hier oben ist ja noch ein Feld frei. Und hier habe ich es aber geschafft, weil das Feld abgezäunt ist, da die Ressourcen ja auch abzäunen. Das heißt, ich hätte insgesamt also 1, 2, 3 Punkte. 4 Punkte. Die Punkte könnt ihr dann alle zusammenrechnen und wer dann die meisten Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Ja, damit habe ich alle Regeln von dem Grundspiel erklärt und ihr solltet jetzt direkt loslegen können.
Es gibt noch ein kleines Extra-Modul, das ihr dem Spiel hinzufügen könnt. Das sind diese Karten hier. Das sind ja, Missionen, die ihr zu Beginn des Spiels auslegen könnt. Dann nehmt ihr einfach drei zufällige. Und dann bekommt derjenige, der das Ziel am besten erfüllt, 3 Punkte. Derjenige, der es am zweitbesten erfüllt, 1 Punkt. Die verschiedenen Ziele können unterschiedlich sein. Ein umzäuntes grünes Gebiet, die längste Straße, die meisten Wunder. Die könnt ihr euch nochmal im Detail angucken, aber fürs erste Spiel könnt ihr die auch erstmal weglassen. Damit war das dann die Regelerklärung von Wunder der Welten. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.